Ja, hallo meine lieben YouTube-Freunde. Heute mal ein Reaktionsvideo zu einem Interview von Gerd Kommer. Ja, einer der ETF-Gurus da draußen mit Doktor, ich glaube zweimal Doktor mindestens, Jung, also ein Steuerberater aus Westdeutschland. Und ich glaube, der stationiert in Bonn und in Köln hat er in der Niederlassung. Da habe ich sogar schon mal angefragt bei dem Jung-Steuerberater. Und dann hat er gemeint, naja, ich verdiene noch etwas zu wenig, deswegen kann ich dort gar kein Kunde werden. War etwas enttäuschend, aber naja, und zur Gestaltung, ich glaube, auch etwas zu teuer für mich, aber auf jeden Fall, dieses Interview sollte man mal reinschauen, das hat es wirklich in sich. Am Ende war ich mehr oder weniger, ehrlich gesagt, genauso schlau wie vorher, aber wir schauen mal rein. Im heutigen Gespräch geht es um steuerliche Fragen bei der Geldanlage. Lohnt sich eine vermögensverwaltende GmbH, um Aktien zu kaufen? Und was tun Unternehmensgründer oder schon erfolgreiche Unternehmer, um Steuern zu sparen? Diese und weitere Fragen besprechen Dr. Gerd Kommer und Professor Christoph Jun. Christoph Jun ist Professor für Steuerrecht und Geschäftsführer einer Steuerberatungsgesellschaft, die sich auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften spezialisiert hat. Viel Spaß beim Video. Herr Professor Jun, also wir haben 250 Mandantenfamilien aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Ich glaube, über 10%, 25, 30 dieser Mandanten sind vermögensverwaltende GmbHs. Haben auch viele andere Namen, Spardosen GmbH, Holding GmbH oder wie auch immer. Und heute die Frage an Sie: Macht eine vermögensverwaltende GmbH aus steuerlicher Sicht und aus Renditesicht natürlich für Vermögensanlagen sind und wenn ja, unter welchen Umständen und in welchem Kontext? Ja. Also bevor ich jetzt hier weiterschaue, ich habe mich schon jetzt wirklich mehrere Jahre damit befasst, ob es sich für mich persönlich auch lohnen würde, in eine GmbH umzuwandeln, weil man ja dort dann nochmal, sagen wir mal, schon allein für die Umwandlung ca. 8.000 bis 10.000 Euro hinblättern muss und dann natürlich zusätzliche Mehrkosten hat, wenn man dann erstmal eine GmbH hat, beziehungsweise in der Regel sowieso gleich eine Holding, ansonsten macht das Ganze überhaupt gar keinen Sinn. Das heißt, man muss mindestens zwei GmbHs gründen. Und das heißt wiederum, dass man dort ja für die Umwandlung, wenn man eben gewisse Zeit ein Einzelunternehmen war, 8.000 bis 10.000 Euro mindestens hinblättern muss für alles drum und dran. Also der Großteil davon geht zum Notar, also nicht zum Steuerberater, gleich vorweg. Und ja. Und warum ich das bis heute noch nicht gemacht habe, ist eben der Grund, dass ja, Spardosen GmbH alles schön und gut. Aber du willst ja auch irgendwann mal das Geld da rauskriegen. Und es gibt eigentlich wirklich nach jahrelanger Recherche und ich habe mich wirklich sehr oft beraten lassen von unterschiedlichsten Steuerberatern, es gibt überhaupt keinen Weg, bis auf einen einzigen steuervergünstigt dann dein Geld wieder aus dieser Holding rauszubekommen. Und dieser eine Weg ist der, wenn du verheiratet bist, Kinder hast und so weiter, dann geht es auch nochmal leichter, bin ich nicht. Und der zweite Weg ist, oder ja, in Kombination damit, generell der Weg ist der, dass du so lange wartest, bis du kein Einkommen mehr hast und du dir dann sozusagen so eine Art Rente auszahlen lässt. Und das geht dann irgendwie, ich glaube, bis 100.000 Euro für 12 oder 15% oder sowas. Das heißt, solange du noch arbeitest, solange du einen Haufen Geld verdienst, sagen wir es mal so, als Einzelunternehmer oder ja, egal als was, ja, GmbH-Owner, Business-Owner, was auch immer, solange Einkommen reinkommt, ja, Umsatz, Umsatz, in dem Moment, wo du dir irgendwas aus der Holding auszahlen lässt, musst du wieder die volle Steuer bezahlen. Das heißt, das ist was für das hohe Alter, ja. Also je nachdem, wie alt du gerade bist, in 20, 30, 40 Jahren oder sowas. Und das ist sozusagen mein Wissensstand und wir schauen jetzt irgendwie mal rein, ob die irgendwie mehr wissen oder whatever. Oder besser wissen oder ob es da Tricks gibt oder was auch immer. Ich gehe mal stark davon aus, that's it. Und da musst du eben für dich selber entscheiden, ob du das brauchst, willst oder eben nicht. Aber irgendwie so mal irgendwelche Steuern sparen, über ein Ding gebrochen, dir irgendwas auszahlen lassen und dann wenig Steuern zahlen und sowas, das ist alles vergebens, würde ich mal jetzt behaupten. Konzentrieren wir uns auf die Frage, ob es Sinn macht für Aktiengesellschaften. Und dann muss man zwei Punkte unterscheiden. Punkt 1 ist, ich habe das Geld auf privater Ebene. Ja gut, hier gilt auch gleich vorweg, viele sagen ja, auch diese ganzen Trader und so weiter und ganz viele,
Ja, Investments, was weiß ich alles. Ja, die sagen immer, ja, meine Aktien habe ich in der Holding, muss ich weniger Steuern zahlen und bla bla bla. Ist nicht so, nicht wirklich wahr, ne? Also ich meine, du musst in dem Moment kannst du quasi deine, wenn du quasi Kursgewinne hast, die musst du erstmal weniger versteuern als Privater, soweit ich weiß. Da gibt es schon Mittelweg, aber wenn du Dividenden hast, dann musst du wieder mehr Steuern bezahlen als Privater, ja? Weil ich zahle ja quasi als Privater keine Steuern auf zum Beispiel britische Dividenden, zahle ich überhaupt null Steuer, ja? Auf US-notierte Aktiendividenden zahle ich, glaube ich, 12,5%. Also da muss man echt aufpassen. Und es gibt so viele, die sagen einfach, oh ja, Holding gründen und Steuern sparen und dann packen die da ihre Aktien, ihre Dividendenaktien rein. Und zahlen mehr Steuern, als wenn sie es als Privatperson machen würden. Ja, also. Kann es privat investieren oder mit meiner vermögensverwaltenden GmbH? Variante 1, sprechen wir als erstes drüber. Und danach sprechen wir drüber, mein Geld ist in meiner vermögensverwaltenden GmbH, zum Beispiel, weil ich einen Exit gemacht habe, weil ich eine Tochtergesellschaft erfolgreich verkauft habe und so weiter. Würde ich das dann rausholen, müsste ich 25% Steuern für zahlen. Die beiden Fälle sind zu unterscheiden. Wir fangen mit Variante 1 an. Ich habe das Geld privat, weil ich zum Beispiel geerbt habe oder privat schon mal Immobilien verkauft habe oder ähnliches. Wenn ich jetzt Privataktien kaufe, muss man wieder zwei Varianten unterscheiden, habe ich entweder Dividenden, die ich bekomme, die besteuere ich privat mit 25%. Das kennen wir. Ich verkaufe die Aktien, auch hier habe ich beim Verkauf 25%. Das ist das, was wir alle kennen. Wenn ich das Geld aber jetzt in die GmbH reingebe und die GmbH bekommt die beiden Arten von Investitionen, dann bekomme ich Dividenden. Dividenden sind hier steuerpflichtig, weil ich die Mindestbeteiligungsquote von 15% nicht erreicht habe. Erst ab über 15% Beteiligung wäre ich hier bei einer Steuersatz von nur 1,5%. Habe ich in der Regel nicht. Wenn ich bei der Telekom AG beteiligt bin, habe ich 0,001, ja, erst recht nicht 15%. Das heißt, ich zahle auf die Dividende 30% und wenn ich das Geld aus der GmbH raushole, mit Gewinn ausschütte, zahle ich nochmal 25%. Also bin ich bei 50%. Da wird deutlich, bei Aktien, wo ich auf Dividenden ziele, macht so eine vermögensverwaltende Gesellschaft keinen Sinn. Wie ist das bei Veräußerungsgewinn? Ich gebe wieder mein Darlehen rein, kaufe davon eine Aktie. Die Aktie wächst im Wert, also wächst, der Kurs wächst. Ich verkaufe nun und hier ist der Verkehrswert, ja, also ist der Wert oder den Gewinn, den ich generiere, nur mit 1,5% zu versteuern. Egal, ob ich jetzt mit 0,0001% beteiligt bin oder 100% habe, nur 1,5% Steuern. Und das ist schon durchaus attraktiv, dass ich die Aktien, bei denen ich auf einen Gewinn schiele, in eine GmbH reinkaufe und sie dann später nahezu, also mit nur 1,5% Steuern verkaufen. Damit ich kurz einhaken. Wenn allerdings jemand diesen Nutzen, also diese geringe Besteuerung von Wertsteigerungsgewinnen, die Sie gerade geschildert haben, innerhalb der GmbH tatsächlich für sich nutzen möchte, dann muss er doch auch bereit sein, dieses Geld langfristig in dieser GmbH drin zu lassen. Denn wenn er das nächstes Jahr wieder rauszieht, dann, was passiert dann? Genau, dann, immer wenn ich Geld aus einer bestehenden Vermögensverwaltung GmbH rauskommt, kommt nochmal 25% Steuern. Also und die dann Abgeltungssteuer. Die Abgeltungssteuer wieder. Und dann bin ich ja bei 26,5%. Da bin ich also durchaus ein bisschen schlechter. Jetzt gibt es aber zwei Punkte, an denen ich schrauben kann. Der eine ist, das Geld bleibt natürlich langfristig drin. Ich reinvestiere es wieder, kaufe wieder neue Aktien und rotiere es und kann da immer 98,5% reinvestieren, wenn ich nur 1,5% Steuern gezahlt habe. Vorteil 1. Vorteil 2, ich habe den einmaligen Erstbetrag als Darlehen reingegeben. Nicht als Eigenkapital, als Stammkapital, als Darlehen. Das heißt, den einmal eingezahlten Betrag, den kann ich mir auch jederzeit wieder steuerfrei zurück auszahlen. Das heißt, wenn ich 1 Million reingebe und dann die Aktie für 1,5 Millionen verkaufe, habe ich 500.000 Gewinn. Dann könnte ich mir die 500.000 auch wieder steuerfrei rausholen. Genau, also die Tilgung des Darlehens die Tilgung des sozusagen. Ja, Darlehens. da muss ich aber noch darauf achten, dass die Verzinsung Ja. marktüblich ist. Und die Zinsen, die ich vereinnahme, ich bin ja der Darlehensgeber als Privatperson, die muss ich doch versteuern, Die oder? müssen Sie versteuern, sogar mit Ihrem persönlichen Steuersatz. Da sagt das Steuergesetz aber in dieser Konstellation, wenn der GmbH-Gesellschafter seine eigenen GmbH ein Darlehen gibt, das muss ausnahmsweise nicht marktüblich sein. Es steht nur im Gesetz, es darf nicht unverzinslich sein. Und da reicht aber 0,005, würde, also es darf nicht 0 sein, es muss ein bisschen mehr sein. Und damit habe ich eine sogenannte Abzinsung vermieden. Es kann aber auch Sinn machen, das dann doch verzinslich zu gestalten, weil dann kann ich ja dort wieder Zinskosten, also Betriebsausgaben auf Ebene der GmbH generieren. In der Summe könnte ich 50% Steuern sparen. Also so und dann doch wieder nicht so und dann doch wieder so und dann doch wieder anders. Leute, ich sag's euch, unser Steuerrecht in Deutschland ist das komplizierteste der Welt und es ist mit Absicht so, damit einfach Steuerberater ja, sich dann hier 500 Euro die Stunde abziehen können. Es ist eine Farce. Aber ja, that's how it is. Ich verlinke euch hier unten den Ding. Es ist insgesamt ein sehr interessantes Video, aber am Ende ist es so, wie ich es am Anfang gesagt habe. Letztendlich hast du, egal wie viel GmbHs du hast,
solange du nicht wirklich ein globaler Konzern bist. Und das ist der einzigste Unterschied. Ja, du kannst dir Konzernstrukturen aufbauen, so wie es auch ein Gerald Hörhan sagt, ja, mit seinem Steuercoaching habe ich auch alles gekauft und durchgearbeitet. Du kannst dir auch als eine Ein-Mann-GmbH eine Konzernstruktur aufbauen und versuchen, Steuern zu sparen, aber so richtig Steuern sparen tust du in Deutschland nur und wirklich erst dann, wenn du ein globaler Unternehmer bist, ja, also wo du überall Standorte hast und da rumschieben kannst und was weiß ich. Und wir sehen es ja bei Microsoft, Amazon, Apple und so weiter. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Es wird sich eher wahnsinnig noch verschlimmern, verschlechtern. Wir haben das Ding jetzt mit der Grundsteuer. Ja, also ich bin Grundbesitzer sozusagen und ich muss da jetzt halt irgendwie nochmal genauestens, die wollen alle genau nochmal wissen, wer hat welchen Zentimeter und wer ist wo was. Ich mache da weiter, ich will jetzt mal vernünftig essen, es ist Sonntagabend und ich verlinke, wie gesagt, das Video hier unten und dann würde ich mich über eure Kommentare freuen. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein, ciao.